Ja, prima, vielen Dank. Dann darf ich direkt das Wort weitergeben an Rosettenberger. Ja, danke. Ich muss fast gleich auf die gleiche Art anfangen wie Richard Wein. Es steckt immer sehr viel Vorbereitungsarbeit in einem Jahr drin und oft sieht man es dann erst ein Jahr später. Wir haben sicher ein Jahr EPP vorbereitet und dann im letzten März gestartet. Und es hat nochmals ein ganzes Jahr gedauert, bis alle Registrare und Partner migriert sind, umgestellt haben. Und auch wir werden auf Anfang März die E-Mail-basierte Schnittstelle abstellen. Vor 20 Jahren war ich noch bei Postmaster bei Switch. Und es tut schon etwas weh, E-Mail abzustellen, aber einmal ist Zeit. Ja, diese Änderung betrifft natürlich, IPP betrifft nur die Partner. Wir haben auch sehr, sehr viele Direktkunden bei Switch. Auf die kommt auch eine Änderung zu diesem März. Die bei uns geltende Policy, die verlangt von uns, dass wenn jemand von uns eine Domain möchte, dass wir sie dann auch zuteilen müssen. Das tun wir und danach warten wir darauf, bis die Rechnung bezahlt wird. Leider bezahlen sehr viele, vor allem die das erste Mal bei uns erscheinen, ihre Rechnung nicht. Aber das wissen wir ja zum Zeitpunkt, wo wir zuteilen, noch nicht. Nach einer bestimmten Zeit warten, löschen wir dann halt den Domainnamen wieder. Was wir jetzt neu machen ist, wir müssen den Domainnamen nach wie vor zuteilen, aber wir werden keinen Eintrag ins Zonenfile machen. Somit ist er für die Nutzer wenigstens nicht brauchbar oder nur schwer mit Klickwerbung oder bei SEDO zu versteigen. Das funktioniert dann noch nicht gut. Die Idee ist, dass diese Nichtbezahler irgendwo anders hingehen als bei uns. Jo. Kommen Sie uns da. Ja, das, ich meine, ganz weg werden sie nicht gehen. Wir machen einfach die Mauer etwas höher und hoffen, dass sie woanders etwas weniger hoch ist als bei uns. Es gibt noch eine dritte Änderung, die hängt etwas damit zusammen. Wir werden ab März das Zonenfile alle Stunde neu laden. Das haben wir bisher nur viermal pro Tag gemacht. Häufiger, wir haben uns das überlegt, wie schnell soll das geschehen? Instant, gerade sofort oder alle Viertelstunde, alle Stunde? Mit dem, was wir noch andere Projekte haben, wollten wir einmal bei einer Stunde bleiben. Es gibt Gründe, die, wenn man eben dann Zonen signieren muss, dass man es plötzlich nicht mehr so häufig machen kann. Aber eine Stunde können wir gut halten. Das ist ein Vorteil für Service-Provider, die ihren Kunden direkt Webseiten aufschalten wollten und eine Stunde später ist alles schon bereit. Das ist so, was an Vorbereitungen im letzten Jahr lief und in den nächsten Wochen live kommt. Über anderes tauschen wir uns später noch aus, was so noch im Köcher ist, oder? Ja, bin ich mir sicher, dass wir gleich noch an der einen oder anderen Stelle tiefer einsteigen. Zunächst möchte ich aber Jörg Schweiger noch die Gelegenheit geben, zu DENIC was zu sagen. Ja, ich glaube, dass die DENIC auf ein sehr bewegtes, aber durchaus sehr erfolgreiches Jahr 2008 zurückblicken kann. Highlights waren sicherlich, dass wir in die neuen Geschäftsräume umgezogen sind. Das war verbunden mit einem Bau eines Rechenzentrums für unsere Bürofacilities. Das Ganze, das war eigentlich die Herausforderung in einem sehr engen zeitlichen Rahmen von knapp 2,5 Wochen. Wer das schon mal gemacht hat, ein Rechenzentrum bauen in 2,5 Wochen, weiß, was das heißt. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Wir sind umgezogen, alle Mitarbeiter sind in einer Location.
Und ja, der Geschäftsbetrieb geht weiter, as usual. Wir hatten keine Störfälle bezüglich des Umzugs. Wir hatten keine markanten Service-Einbußen. Insofern ein voller Erfolg an der Stelle. Wir haben, wenn wir schon vom Thema Rechenzentrum sprechen, unsere Rechenzentrumslandschaft endgültig komplettiert, indem wir den letzten physikalischen Baustein auch in Betrieb genommen haben. Konkret haben wir ein Backup-Rechenzentrum in Amsterdam produktiv geschaltet. Übrigens, einige, die hier anwesend sind, werden das sicherlich gemerkt haben, wenn auch mit ein bisschen Zeitverzögerung, aber nichtsdestotrotz, wir haben gestern produktiv umgeschaltet auf dieses Rechenzentrum. Das waren, glaube ich, die technischen Highlights, die wir in 2008 hatten. Wir haben aber durchaus auch eine ganze Menge Greifbares für Sie, die Mitglieder, für die Community gemacht. Wir haben das Change-Provider-Verfahren auf neue Beine gestellt, indem wir ein Change-Provider-Wechselpasswort, also Out-Info, eingeführt haben. Und auch zu den Auskunftsdiensten durchaus Neues auf die Beine gestellt. Hier konkret einen allerersten Serverdienst Iris-basiert zur Verfügung gestellt. Natürlich nicht nur den Server, sondern auch die entsprechenden Clients. Letzteres übrigens Public Domain. Das soll es erstmal gewesen sein für 2008. Wenn ich den Ausblick wagen darf als erster für 2009, dann glaube ich, werden die wesentlichen Eckpfeiler in 2009 sein, dass wir einen Neuausbau vornehmen wollen, unserer Nameserver-Infrastruktur, aber das nicht nur durch, ja, ich sag mal, dummes Erweitern der bestehenden Struktur, sondern wir wollen auch das Konzept vollkommen neu beleuchten und bearbeiten. Und ein weiterer Punkt wird sicherlich sein, Service-Standards für Sie zu veröffentlichen. Ich hätte da direkt eine Nachfrage. Die DENIC spricht von Service-Standards. Das ist von der Terminologie her etwas ungewöhnlich. Man kennt ja gemeinhin im Rahmen solcher Verträge den Begriff der Service-Level-Agreements. Ist das bewusst so gewählt worden? Also im Prinzip ist es... Hört man mich? Ja. Im Prinzip ist es das Gleiche. Wir wollen uns ganz bewusst von der Begrifflichkeit differenzieren, insofern, als dass es einfach auf Basis unserer Rechtsform wohl kaum Sinn macht, Pönalen zu vereinbaren und damit einfach Zahlungsflüsse zu haben in Richtung der Mitglieder, die dann letztendlich auch Risikoprovisionen erfordern im Vorfeld, die im Nachgang gegebenenfalls dazu führen, dass wir Warenrückvergütungen eben einfach nicht mehr in der Höhe durchführen, wie wir das vorher tun. Also es macht einfach keinen Sinn, nur Zahlungsflüsse hin und her zu schieben. Gleichwohl sehe ich die Problematik, dass wir das Instrument einfach der Pönalen ersetzen müssen. Und ich glaube, dass wir Verbindlichkeit erzielen, eben einfach deswegen, weil wir das, was wir an Service-Standards zusagen wollen, letztlich auch dokumentieren für unsere Mitglieder, dass wir das, was wir an Leistungen tatsächlich erreichen, an Verfügbarkeitszeiten, an Antwortzeiten, dann tatsächlich auch für jeden hier transparent ins Netz stellen, zur Verfügung stellen. Und insofern glaube ich einfach, wir sind messbar und wir stellen uns damit in den Markt mit genügend Verbindlichkeit. Sicherlich ein Thema, mit dem man die Transparenz erhöhen kann, dass die Leute genau wissen, was an technischen Leistungen erbracht wird und wie sie auch von der Verfügbarkeit her ausgerichtet sind. Bleiben wir beim Schlagwort Transparenz. Machen Sie uns doch transparent oder macht uns doch bitte transparent, warum meine beiden direkten Sitznachbarn EPP einsetzen und die DENIC nicht. Man könnte ja mit böser Zunge behaupten, wir setzen EPP ein, das heißt nur RRI. Und im Vergleich zu dem, was viele andere unter dem Namen EPP einsetzen, ist unser RRI vielleicht mehr EPP, als man gemeinhin glaubt. Das auf der einen Seite, auf der anderen, ich habe häufig Kommentare gehört dahingehend, dass EPP eben einfach doch nicht alle Anforderungen erfüllt, die man sich wünscht. Die Alternative wäre also, Prozesse zu ändern, zu adaptieren, nur um EPP einsetzen zu können. Das war eigentlich nicht unser Ziel und insofern haben wir ein EPP-nahes Protokoll, aber wir nennen es nicht EPP. Ich würde vermuten, dass das vielleicht auch auf Switch zutrifft, im Hinblick darauf, dass auch ein quasi EPP-Derivat erstellt wurde oder zumindest die internen Prozeduren angepasst werden mussten.